Hallo? Klaassen. Streikenarbeiten? Fahrprüfung? Das freut mich. Jawohl, Wagen. Belegte Zunge. Feist bin ich geworden. Endlich mal Luft jetzt. Wunderbar. Lose. So. Schon wieder ein Kasselwagen. Das haben wir hier gekriegt. Na, wo stecken denn die Kerle? Hey, sie? Hä? Ja, was fällt denn Ihnen ein? Unglaublich. Gestatten. Klaassen. Unglaublich. Schönes Wetter heute, nicht? Unglaublich. Unter den Rädern kriegen Sie umher und Klaassen heißen Sie. Verstehen Sie, das ist verboten. Das ist verboten. Ja, was wollen Sie denn eigentlich? Den Anschluss an die Rangierer. Ach so. Ihre Leute sind dort. Danke. Schönes Wetter heute. Was? Schmeckt's? Guten Appetit. Also, vorwärts. Also. Auf geht's. Thank you.
ich mithelfen? Verdammt nochmal! Unglaublich! Verkehrt. So wird's gemacht. Erster Griff. Zweiter Griff. Strecken. Strecken. Aha. Hier. Ja. Na, was ist denn? Hast den Anschluss verpasst? Stimmt. Dass ihr doch kommt. Was macht der Anschluss? So einfach habe ich es mir nicht vorgestellt. Bücher. Bücher sind Theorie. Diese Bücher sind Tatsachen. Hier. Das ist ein Beispiel von Unverständnis. Der Bauernaufstand von Carsten Hill. Carsten Hill? Carsten Hill. Das war ein Dorf, England. Es waren die Bauern, die sich damals gegen die Eisenbahnvermesser erhoben. Sie hatten Angst um ihr Land und ihr Vieh. Und da passierte es eines Tages im Jahre
1813. Sieben. Die Vermesser sind da. Sind die Vermesser hinter dem Busch? Ja, ganz dicht in der Busch. Es war uns immer schwer gefallen, den Anschluss an den Handarbeiter zu finden. Heute aber nicht mehr, Klassen. Wir sind rau, aber herzlich. Sie entschuldigen schon, waren die Kopfarbeiter Träumer? Nein, nicht alle. Aber James Waters war ein Träumer. Diese seltsame Maschine wollte nicht gehen. 1812 brauchte sie zum ersten Male und Waters setzte seine Hoffnungen in die vielen Zahnräder und das große Schwungrad. Aber er erlebte etwas Furchtbares. Good morning, Mr. Hill. Good morning, Mr. Waters. Stimmt was nicht. Sie Wäschmeister? Ja, sofort. Na, Herr, haben Sie das Schwungrad schon heute nachgesehen? Das Schwungrad ist in Ordnung, Mr. Waters. So. Verdammtes Gesindel.
Wie habe ich das verdient? Sie haben die Menschheit beglückt. Gehen Sie fort von hier, gemeine Menschen! Entweder sie geht, oder geht's. Mr. Waters, lassen Sie los, das kann gefährlich werden. Mr. Waters, Mr. Waters. Mr. Waters, hören Sie doch. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Oh mein Gott, das ist ja verrückt. Mr. Waters, hören Sie doch. Meister, Meister, ja. Ist Ihnen was passiert? Nein. Alles umsonst. Und doch ein Schritt vorwärts. Vorwärts, 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 vorwärts. Über was denkst du nach? Über die Schienen. Kalt und glatt. Dieses Band aus Stahl. Es klingt unter dem Donner der Räder.
die Kraft! Und hier ist die Welt zu Ende. Schon wieder. Tatsächlich, wie die Puffing Billy. Was ist denn das, Klassen? Hm? Puffing Billy. Auf gut Deutsch, Puffender Wilhelm. Hitler war der Praktiker. Er hat seine Sache besser verstanden als Waters. Seine Maschine zog 40 Jahre lang die Kohlenwegen in England.
Heinrich. Erzähl uns noch was. Ja, gerne. Anno 1770. Als es noch keine Lokomotiven gab, da erbaute der französische Leutnant Cugnot einen Dampfwagen. In einer Nacht wurde er vollendet. Aber sein Leben war kurz. Wieder einer da. Haben Sie gepackt? Leider ausgerissen. Parbleu, wir müssen noch diese Nacht unseren Wagen fertig machen. Zurück.
Jean, beeil dich. Ja. Der Hauptmann kommt gleich. Bonjour, Madame Guillon. Halt! Nicht weiter! Nikolaus? Meine Liebe, heute ist mein schönster Tag. Alles ist bereit. Ich fahre. Vorsichtig. Artillerieoffizier Cugnot. Ein hübscher Mensch. Ja, ja. Armer Kerl. Ja. Armer Cugnot. Erfinderschicksale. Das Bitterste. Aber erlebte Steffensen. Einer der genialsten. Das größte Glück seines Lebens brachte ihm zugleich das größte Unglück. Die Liverpool-Manchester-Bahn wurde eröffnet. Das Volk erwartete das Eintreffen des ersten Zuges in der Station Parkside. Das war im Jahre
Was machen dort die Leute? Sie fassen Wasser. Übrigens darf ich Ihnen vorstellen, mein Freund Heskissen. Miss Dickinson, darf ich Ihnen meine Krocke zeigen? Aber ganz bestimmt, das ist also ein Stolz, eine Preislokomotive. Ja? Zahnräder, eine überlebte Sache. Ich komme ja schon!
weine nicht. Ich bin schon da. Da bist du ja wieder. Mensch, das Kind. Das ist ja noch glücklich abgelaufen. Na komm, putz dich ab. Abgestoßene Wagen sind schleichender Tod. Das weiß ich. Ja. Was machst du hier? Eine Fahrprüfung. Ja. Du, komm mit. Ich will dir zeigen, wie schön mein Stahl ist. Komm. Ja. Ein Bier aus Stahl. Das sind die Schuppen. Ach was, das sind bloß Nüfen. 9000 Stück. Das sind die Fäuste. Das ist das Herz. Heiße Pumpe. Und das sind die Arme. Reibstangen. Du, was? Komm mal, du. Ach du, jetzt zeig ich's, du. Stopp. Na, komm schon. Und das ist die Lunge. Luftpumpe. Jawohl. Das ist Blut. Öl. Blut. Öl, Blut, Öl, Blut, Öl! Blut, Öl! Ellenbogen! Kreuzkopf! Das sind die Augen! Das sind ja bloß Lampen! Lampen oder Augen? Es kommt drauf an, wie man sieht. Ich erzählte dir doch von... Stevenson und von Kinyo. Und von James Waters in Träumer. Von den drei Vermessern aus Carsten Hill. Und von Hedley. Das alles waren Pioniere. Du Nase, pass mal auf. Heute sind es 100 Jahre seit der Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahn.
Und das war der Adler. Adler? Des Königs, unseres allergnädigsten Landesvaters, überbringe ich Ihnen dessen tief gefühlte Glückwünsche. Die Deutsche Eisenbahn soll beiden Städten Nürnberg-Fürth zu Dauer und Ruhm gereichen. Darf ich vorstellen, Herr Scharrer. Ich bitte Eure Exzellenz, ergeben Sie an der Fertigstellung des Baus zuvor des beteiligten Herrn der Stadt Nürnberg ergebenst vorstellen zu dürfen. Herr Ingenieur Denis. Herr Dampfwagenlenker Mr. Wilson. Wir wollen auf die erste deutsche Eisenbahn ein dreifaches Hoch ausbringen. Hoch! Thank you.
Das war das Schicksal der 100 Jahre des Dampfes und seiner Bändigung. Oh, 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 Bühlestermus. Du, das ist das Gehirnsystem. Du, da schau hin. Hm? Verstehst du? Hm. Auf Wiedersehen. Und warte dann hier, ja? Thank you.
mein Stahltier. Jetzt geht's zurück. Hallo. Na, ja. Rein hast du's gemacht. Der reinste Schnellzugführer. Du, gib mir mal Feuer. Du, wo fehlst denn? Komm. Lass sie mal her. Nase so. Und jetzt hör mal zu. Ich muss morgen wieder ins Büro. Es war schön bei euch. Ach. Auf Wiedersehen.